Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Yogis Technikecke. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei einer Armbanduhr mit einem solchen Drehschraubverschluss hier die Batterie wechseln könnt, beziehungsweise vielmehr, wie ihr diesen Verschluss erstmal lösen könnt. Denn das eigentliche Wechseln der Batterie, das sollte noch so ziemlich jeder hinbekommen. Die habe ich mir hier für dieses Festina-Modell mal besorgt, eine kleine Warta-Knopfzelle. Tut aber wie gesagt gar nicht zur Sache, es geht hier um das Öffnen des Gehäuses heute. Dabei handelt es sich hier in meinem Fall um so einen Standard-Schraubdeckel mit verschiedenen Einkerbungen auf der Außenseite, wie ihr sehen könnt. In diesem Fall hier sind es, glaube ich, 6 Stück. Und ja, die müssen wir irgendwie gekonnt greifen, um das Ganze da rauszudrehen. Da bietet es sich zum Beispiel an, ein solches Werkzeug hier zu benutzen, wie diesen für wenige Euro erhältlichen sogenannten Case Opener für wasserdichte Uhren, wie zum Beispiel auch diese hier. Wobei natürlich direkt dazu gesagt werden muss zu dem ganzen Projekt hier, dass die Wasserdichtigkeit, die eine solche Uhr hier vom Hersteller eventuell zertifiziert bekommen hat hier, nach einem solchen Batteriewechsel dieser Art hier nicht mehr gewährleistet ist. Achtet also bitte darauf, mit der Uhr anschließend sehr vorsichtig umzugehen, was Wasser angeht. Ansonsten bleibt in der Regel nur der Weg über den Hersteller. Denn nur der kann euch je nach Bauart der Uhr nämlich sicherstellen, dass hier wieder entsprechende frische Dichtungen auch drin verbaut werden. Das ist, wenn wir die alten verwenden, nicht immer der Fall, dass die noch Dichtigkeit bieten. Und darauf möchte ich euch hier auf jeden Fall hinweisen. Das hier ist, wie gesagt, eines von verschiedenartigen Werkzeugen, welches wir uns für wenige Euros im Internet besorgen können. Es gibt da verschiedene Werkzeuge, verschiedene Ansätze, so ein Uhrendeckel zu lösen. Ich habe mir mal sowas hier besorgt. Das sind im Grunde zwei kleine Schlitzschraubenzieher, auch wenn der linke hier leider etwas verdreht ist. Da macht es sich vielleicht bezahlt, etwas mehr als nur 2 Euro inklusive Versand auszugeben. Und mit der mittleren Stellschraube, ihr könnt es schon sehen, können wir den Abstand dieser beiden Schraubköpfe sozusagen hier variieren. Für extrem große Uhren hier beispielsweise oder in meinem Fall für eine mittelgroße Uhr, das werde ich gleich einstellen. Entsprechend gibt es da, wie gesagt, noch etwas anders gebaute Werkzeuge, die erfüllen aber im Endeffekt alle den gleichen Zweck. Was ihr auch alternativ tun könnt, denn so ein Werkzeug muss natürlich erstmal bestellt oder gekauft und demnach gefunden, geliefert werden. Was ihr auch tun könnt, ist euch zum Beispiel einen solchen Gummiball hier zur Hand nehmen, wenn ihr einen solchen habt. Der hier ist zugegebenermaßen ein bisschen unoptimal, weil der so eine Golfballoptik, so eine geriffelte Oberfläche hat. Da ist ein echter und vor allem glatter Gummiball besser. Die kann man sogar speziell für diesen Uhrenöffnungszweck kaufen. Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ja, mit einem solchen Ball habt ihr dann sozusagen genügend Grip und Halt auf der Rückseite, dass ihr durch Drücken und gleichzeitiges nach links drehen den Deckel auf jeden Fall aufbekommen solltet. Und wenn ihr beispielsweise eine Uhr ohne diese Einkerbungen habt, die ich euch gerade zeigte, bleibt euch auch im Grunde gar nichts anderes übrig, als einen solchen Ball oder eben einen anderen bremsenden Gummigegenstand zu verwenden. Die Ball- bzw. Gummimaterialmethode ziehe ich auf jeden Fall vor, da sie in der Regel schonender für die Uhr ist, anstatt damit so einem metallischen Werkzeug rumzukratzen. Wenn ihr aber keine Wahl habt oder sich die Uhr partout nicht mit dem Ball öffnen lässt, nehmt ihr euch eben euer Uhrenwerkzeug und schraubt sie damit auf. Da ist es auf jeden Fall empfehlenswert, beides im Haus zu haben. Bei Uhren mit dauerhaft geschlossenen Armbändern wie auch dieser hier kann es auch mitunter schwer sein, so ein Gummiballwerkzeug da reinzusetzen und dann auch noch zu drehen. Das geht mit dem geschlossenen Armband nicht richtig. Da bleibt einem oft nichts anderes übrig, ja, als eben das Armband zu öffnen vorübergehend. Das werde ich euch in einem anderen Video auch nochmal zeigen, wie das generell funktioniert. Aber was ihr hier auf jeden Fall vermeiden solltet, ist zum Beispiel in Eile schnell die Batterie wechseln zu wollen, kein passendes Werkzeug zur Hand zu haben und dann beispielsweise handelsübliche Spitzzangen oder sowas verwendet. Damit bekommt ihr in den allermeisten Fällen nicht nur die Uhr nicht auf, sondern verkratzt diese zumindest an der Rückseite auch noch und ärgert euch anschließend über diesen unnötigen Schritt. Deswegen rate ich euch auf jeden Fall, eines der hier gezeigten Hilfsmittel zu verwenden. Dann ist das Ganze im Grunde ein Kinderspiel. Bedenkt bitte aber den Hinweis zur Wasserdichtigkeit. Nach einer solchen selbst durchgeführten Öffnung wird die Uhr mit großer Wahrscheinlichkeit nicht viel mehr als Spritzwasser geschützt sein. Wer duschen oder gar dann noch damit tauchen gehen möchte, der sollte den Batteriewechsel auf jeden Fall immer vom Hersteller oder entsprechenden Fachstellen wie Juwelieren, Uhrmachern und so weiter durchführen lassen, die eben die Möglichkeit haben, die Dichtungen da passend zu erneuern. Ein weiterer sehr gebräuchlicher Typ von Uhrenverschlüssen, gerade bei günstigen Uhren wie dieser hier, der lässt sich einfach aufhebeln. Dazu sucht man am Rand des Deckels irgendwo nach einer kleinen Kerbe, nach einer kleinen Erhöhung, so eine kleine Nase wie diese hier. Dann nimmt man sich am besten so ein
kleinen Schlitzschraubenzieher, hakelt sich da ein bisschen drunter. Aber wenn wir da einmal richtig drunter sind und das anheben, könnt ihr sehen, dann kommen diese Deckel raus. Die werden nicht geschraubt. Da keine Einkerbungen vorhanden sind, würde man sich da einen Wolf drehen. Schaut da eben vorher genau nach, ob an eurer Rückabdeckung so eine kleine Einkerbung vorhanden ist. Meistens lassen die sich auch nur genau wieder in der Ausrichtung jetzt zurück einsetzen, indem wir einfach einmal beherzt zudrücken. Aber auch hier gilt natürlich das Gleiche, was ich euch vorhin zur Wasserdichtigkeit sagte. Das war mein kleines Video. Ja, ist eigentlich schon wieder viel zu lang geworden. Eigentlich wollte ich nur eine Uhr öffnen. Aber ja, so kann es gehen. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, und hoffe, dem einen oder anderen damit vielleicht weitergeholfen zu haben, vielleicht den Gang und die Bezahlung des Juweliers sich gespart zu haben. Denn das ist nicht in allen Fällen nötig, wie gesagt, wenn ihr nicht duschen und nicht tauchen gehen wollt mit der Uhr. Und ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit und verabschiede mich. Bin raus, macht's gut vom Yogi. Ciao, ciao. Get down.